Tag 8 meiner Reise, der erste Tag Angeln im Salzwasser. Heute sollen unter anderem Snook und Redfish gefangen werden, aber hier spielt das Wetter nicht mit. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, aufs Meer zu fahren. Der Wind hat nachgelassen, aber das Wasser ist noch sehr trüb. Und auf Kobijak zu angeln. Am ersten Platz angekommen, habe ich nebenbei erstmal mit meinem Gummifisch probiert, was es da so gibt. Und was soll ich sagen, sofort hat ein guter Scheck meinen Köder genommen. Ich war begeistert. Nach kurzem Drill konnte ich endlich einen großen Fisch, über 5 Kilo fangen, abgehakt, freigelassen und kurz danach den zweiten. Endlich läuft es mal so, wie ich es kenne, so wie ich es mag. Fisch auf Fisch, ich fühle mich wohl. Nachdem ich 3-4 Schecks gefangen habe, war es etwas ruhiger. Wir haben dann Köderfische gefangen, lassen unsere Köderfische baden und dann das Unglaubliche. Bis Anhieb Chaos. Die Bremse hört überhaupt nicht mehr auf. Sofort Ankerseil ab, über Bord geschmissen. Da hängt dann eine Boje dran, man kann den also wiederholen. Und nach gut 2 Stunden Drill sehen wir zum ersten Mal einen riesigen Hai. Also riesig heißt riesig. Wir reden hier nicht von 1 Meter oder so. Wir reden hier von 2,5-3 Meter, der wie durch ein Wunder so gehakt ist, dass er den nicht abbeißen kann, die Schnur. Ich bin schon fix und alle. Der Diego hat schon gesagt, wir kriegen den Fisch nicht. Mach die Bremse zu, reiß die Schnur ab. Aber ich habe gesagt, nein, ich will alles versuchen. Und wir haben ihn ja jetzt endlich hier am Boot und sehen ihn auch. Jetzt versuche ich ihn einfach nur noch ans Boot zu holen, damit der Diego mal ein schönes Foto machen kann. Und genau das passiert nach 2,5 Stunden Drill. Mir tut alles weh. Der Fisch ist wirklich fast am Boot. Der Diego soll eigentlich nur ein Foto machen und dann, bam, weg ist er. Schnur abgerissen. Ich weiß nicht, ob er mit dem Zahn drangekommen ist jetzt oder nicht. Also der Drill des Lebens, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie weit wir hinter dem Vieh hergefahren sind. Also das ist unglaublich. Ich glaube, ich habe kein Zeitgefühl. Wir sind wahrscheinlich 10 oder 15 Minuten nachher erstmal wieder zurückgefahren, um uns einen Anker wieder zu holen. Wir haben dann auch Feierabend gemacht. Ich war sowieso tot. Die Uhr läuft ja auch weiter. Wir wollen ja irgendwann auch nochmal nach Hause. Aber es war auf jeden Fall fantastisch. Auch wenn das Ergebnis am Ende nicht so schön ist. Aber es gibt gewisse Momente im Leben, da ist die schönste Erinnerung nicht auf dem Foto, sondern im Kopf. Denkt mal drüber nach. Und das war der erste Angeltag im Salzwasser. Tag 9 meiner Reise. Der 9. Tag ist relativ unspektakulär für euch, denn aufstehen, duschen, frühstücken, und arbeiten. Auch wenn man Urlaub hat, muss man ab und zu mal arbeiten. Das gehört zum Leben dazu. Ich habe heute Homeoffice. Das heißt, ich muss heute den ganzen Tag arbeiten. Aber das ist hier in Florida deutlich angenehmer, als wenn ich das in Kassel in meinem Büro mache. Nun ja, es gibt auch für mich immer einiges zu tun. Hier und da gibt es mal Rückfragen. Hier und da muss mal spontan was entschieden werden, was zwar andere Leute entscheiden können, aber so ist man halt als Chef, man guckt gerne nochmal drüber. Und außerdem ist es ja so, ich komme am 4. November in Deutschland an, habe aber am 7. November den nächsten Termin in Holland. Somit muss man natürlich auch ein bisschen was organisieren und immer gucken, ob alles so läuft, wie man das plant. Und deswegen ein sehr unspektakulärer Tag. Nur gearbeitet, gegessen, getrunken, geschlafen. Das war der 9. Tag. Tag 10. Es geht wieder zurück aufs Meer. Ich bin Feuer und Flamme. Die Snook-Sache haben wir noch immer auf Eis gelegt, weil durch den Wind der letzten Tage es einfach sehr, sehr schmutziges Wasser ist und der Captain Diego dann gesagt hat, lass uns das lassen, wir gehen auf Kobijak. Draußen auf Kobijak hat er vorher noch mal gesagt, willst du noch was anderes probieren? Sag ich, na klar, immer. Und wir sind 50 Minuten gefahren, da hat eine Schule Florida Pampano entdeckt. Wir haben dann unzählige von diesen Fischen gefangen. Mein Freund Diego hat auch ein paar mit nach Hause genommen zum Kochen. Gab es dann auch abends. Der Fisch ist eigentlich relativ klein, aber er war sehr begeistert, dass wir die so gut gefangen haben. Ich habe mich dann mehr auf die Kobijak-Fischerei gefreut. Neue Stelle, neues Glück. Und diesmal funktioniert es. Der Kobijak hat den Köder genommen
und der erste Kobiak landet sicher im Boot. Kurz danach noch einen zweiten und siehe da, die Haie sind wieder da. Ich drill den Kobiak und zeitgleich packt sich der Hai mein Kobiak. Aber das Ergebnis davon, das ist so spektakulär, das müsst ihr euch genau angucken hier auf dem Foto. Wer jetzt der Gewinner ist, der Hai oder der Kobiak, bleibt euch überlassen. Aber diesmal bin ich auch nicht der Verlierer, das steht fest. Very crazy, very crazy. Diego. Yeah. Look at that. Nach mehreren Kobiaks und einem ausnahmsweise wirklich erfolgreichen Tag, irgendwie habe ich auf dieser Reise noch nicht so ein großes Glück gehabt, gehst du wieder Richtung Heimat und dann eigentlich auch nur noch duschen, schlafen, denn so ein Tag auf dem Meer kann echt anstrengend sein. Das war der zweite Tag auf dem Meer. Tag 11 meiner Reise. Heute habe ich mir was Neues ausgedacht, was ich mal machen kann. Eine Tour machen mit dem Jetski und muss sagen, einfach perfekt. Wirklich eine perfekte Tour mit dem Jetski. Einmal um die Insel drumherum, durch die Brücken und auch hier Weltklasse. Wer also auf den Keys ist, ja, der muss das mal gemacht haben. Ich finde, ist einfach geil. Muss man gemacht haben. Die Jetskis, die sind super. Die waren sauber. Die waren alle leider Gottes gleich schnell. Ich hätte gerne einen schnelleren gehabt. Also wir sind 45 Meilen pro Stunde gefahren. Und die waren auch wirklich alle gleich schnell. Plus, minus 1, 2 Meilen pro Stunde. Ne? Man hat ja dann immer so den Ehrgeiz, schneller zu sein als der andere. Der Einzige, der ein schnelleres Jetski hatte, das war der Tourguide. Und ja, auf jeden Fall ein mega tolles Erlebnis. Auch relativ anstrengend, wenn man so eine Stunde das gemacht hat, aber super schön. Als wir angekommen sind im Hafen, habe ich dann da noch eine Kleinigkeit gegessen und getrunken, das muss man ja auch immer, und bin dann in die Stadt gelaufen, habe mich nochmal umgezogen am Auto. Da war ein Fantasy-Festival und sowas habe ich noch gar nicht gekannt. Das war ein ganz toller Abend, bis spät in die Nacht hinein und ja, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. War eine gute Stunde Autofahrt, habe mir an der Tankstelle noch einen halben Liter Latte Macchiato mit Vanille geholt für 2 $. Die Tankstellenpreise in den USA sind also nicht nur beim Sprit besser, sondern auch beim Kaffee im Vergleich zu Deutschland. Hat gut geschmeckt, war sehr angenehm. Vielleicht kommen wir ja auch mal irgendwann dahin, dass unsere Preise wieder ein bisschen normaler werden. Das war mein 11. Tag und auch wenn es sich unspektakulär anhört, er war fantastisch. Sowohl Jetski als auch Stadt, als auch die Fahrt auf die nach Key West, von Marathon nach Key West, ist immer wieder ein Highlight. Heute, Tag 12, war für mich der letzte Tag auf Marathon. Ich habe mich von meinen Freunden hier auf der Insel verabschiedet und zum Abschied bin ich nochmal zur Brücke gefahren, zur 7-Mile-Bridge. Gucke ich immer noch mal, was die anderen so gefangen haben. Und ganz interessant, ich dachte erst, was ist denn das? Ist das ein Hammerhai? Aber nein, ein Bonehai, kannte ich so auch noch nicht. Lag da zum Mitnehmen, getötet, gibt es heute Abend zum Abendessen. Und ich habe mich aufklären lassen, völlig legal, je nach Größe. Und ja, auf den ersten Blick sieht das tatsächlich aus wie ein Hammerhai. War aber keiner. Jetzt geht es weiter. Seid gespannt, wo ich morgen bin. Tag 13. Nach dem Frühstück ging es also direkt los in die Everglades. Ich habe mich schon gefragt, was erwartet mich da? Erstmal eine lange Autofahrt und dann bin ich natürlich sehr gespannt, was passiert da. Der eine oder andere hat mir abgeraten, dahin zu fahren, wegen den Schäden, Sturmschäden. Der eine oder andere hat gesagt, es gibt da kein Trinkwasser. Der nächste hat gesagt, ja, fahr ruhig dahin, die brauchen jeden Kunde. Also da war irgendwie Uneinigkeit. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht und habe gesagt, okay, ich fahre dahin
Und was mich da erwartet hat, das will ich euch erzählen. So Leute, ich bin auf einer der letzten oder vielleicht sogar letzten Etappen der Tour angekommen. Mal gucken, wahrscheinlich bin ich noch eine Nacht woanders. Der einzigste Gast, vielleicht auch deswegen ja, nicht nur Room Number One, sondern das Licht ist an. Man hat mich schon erwartet, hat man mir gesagt. Ich bin hier in den Everglades und ja, so sieht das hier aus. Ja, da kann man nur sagen, Klimaanlage funktioniert, muss man ja immer erwähnen. Und ansonsten, ja, ist alles da, was man braucht. Und so, Tür haben wir auch aufbekommen. Und ja, so sieht das hier aus. Und hier werde ich nachher auch nochmal die Angel reinschmeißen. Aber erstmal muss ich mir was zu essen besorgen. Ich habe mir dann kurz das Wasser angeguckt und habe gedacht, okay, da kann man vielleicht vom Ufer auch noch einen Fisch fangen und bin erstmal in die Stadt gefahren. Was ich in der Stadt gesehen habe, da hat es mir allerdings die Sprache verschlagen. Ich bin in einen Supermarkt gefahren, der war als Supermarkt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Kaum beleuchtet, keine Türen drin, draußen steht ein Schild, heute frische Milch. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ich bin in den Supermarkt rein, da waren vielleicht 2-3 Kunden. Ich würde sagen, der Supermarkt hat eine Fläche gehabt von, naja, 400-500 Quadratmetern. Und da gab es kaum was. Da habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Und auch da bin ich ein neugieriger Mensch, habe die Leute gefragt, Mensch, was ist denn hier los und hin und her. Ich habe natürlich auf dem Weg dahin schon gesehen, hier liegt Sperrmüll, da liegt Sperrmüll, hier ist ein kaputtes Auto oder so. Ne? Aber man hat jetzt nicht mehr so diese riesigen Sturmschäden gesehen, eher so die Spuren, dass hier irgendwas war. Und da hat die Frau mir erzählt, ja, sie warten auf neue Geräte, sie haben kaum Kühlschränke, deswegen können sie kaum Ware anbieten. Und dann hat die Frau ihr Handy rausgeholt und hat mir gezeigt, was alle kaputt war, wie hoch das Wasser stand. Und ich muss sagen, es hat mich total schockiert. Ich war total betroffen. Ich kenne die Frau nicht. Ich muss sagen, wenn man das sieht, da ist man wirklich dann auf einmal von einer Sekunde auf die andere erstmal in der Realität wieder angekommen. Das ist auch das nächste Beispiel. Die Restaurants haben zu, obwohl die aufmachen können. Die haben keine Kundschaft. Es ist wirklich, ob das in so einen Reisebericht reingehört oder nicht, das weiß ich auch nicht. Aber man muss sich das vor Augen halten. Wenn da so eine Naturkatastrophe war und alles wieder funktioniert, ich glaube, wir machen einen größeren Beitrag, dass alles besser wird, wenn wir dann wieder dahin fahren und Urlaub machen, anstatt wenn wir sagen, ach nee, ich warte mal, da fahre ich dieses Jahr nicht hin, da fahre ich erst in 3 Jahren hin. Die Leute, die brauchen die Touristen. Die haben da keine Industrie. Die haben ihr ganzes Leben lang mit den Touristen ihr Geld verdient. Und wenn die jetzt nicht da sind, dann können die kein Geld verdienen. Und das wird einem erstmal bewusst, wenn man das selber sieht. So habe ich mich dann da im Ort noch ein bisschen umgeguckt. Ja, bin dann zurückgefahren am Hafen, habe ein paar Shrimps genommen, habe die an meinen Angelhaken gemacht, habe die in den Hafen geschmissen und siehe da, ich habe 2 kleine Welse gefangen. Und noch 1-2 andere Fische, also Fisch ist auf jeden Fall da. Und ja, morgen früh geht es dann weiter. Die erste Guiding-Tour in den Everglades. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Tag 14. Morgens um 6 war ich schon frühstücken in einem Frühstückslokal, etwa 5 bis 10 Minuten mit dem Auto von hier entfernt. Sehr angenehm, sehr nette Leute und man kann auch Frühstück zum Mitnehmen haben, extra für die Angler. Und ich muss sagen, das war auch preislich alles sehr fair. 7.30 Uhr ging es dann los. Mein Guide hat am Wasser gewartet im Boot und ich war dann überrascht, wie viele Boote hier eigentlich anlegen können. Und er sagt, normalerweise in der Saison sind wir hier ungefähr 15 bis 20 Guides, die jeden Tag rausfahren. Und jetzt war es gerade mal er und noch einer, also 2. Nach 20 Minuten etwa hat er das Boot angehalten, aber nicht zum Angeln, sondern
Wir haben alles hingelegt, die Routen hingelegt und alles wirklich ganz klein gemacht und dann uns selber auch ganz klein gemacht, um durch so ein Gebüsch zu fahren mit dem Boot sozusagen. Das war so ein kleiner Channel, komplett zugewachsen und das war wirklich unglaublich. Das war vielleicht 3 Meter breit. Wie tief, kann ich überhaupt nicht sagen. Versunkene Bäume, springende Fische, jagende Fische, alles da, soweit das Auge reicht. Und nun endlich ist es so, wir angeln. Nach wenigen Minuten der erste Biss und der erste Fisch. Das heißt, hier ist Fisch, hier geht es rund. Das war ein Ladyfisch, davon habe ich erstmal noch mehrere gefangen. Natürlich wollte ich ja immer noch meinen Snook fangen. Wir haben dann noch an der Stelle geangelt, aber statt einem Snook kam erneut ein Tarpon. Der nächste Fisch war ein Redfisch. Da bin ich natürlich auch nicht traurig, aber immer noch kein Snook. Wir haben dann hier und da verschiedene Stellen ausprobiert und dann hat es dann auch endlich geklappt. Der erste Snook konnte von mir sicher gelandet werden und ich muss sagen, die Kraft, die die Tiere haben, die ist einfach nur brutal. Also der Biss, Anhieb, das geht so in eins über, wenn der Fisch gut gehakt ist und dann ist die Rute krumm. Das ist wirklich phänomenal. Und hier kann man auch sagen, je genauer man wirft, direkt unter die Büsche, desto besser ist auch die Chance, dass man einen guten Fisch fängt. Es war Weltklasse-Tag mit sehr vielen Fischen und kann einfach nur sagen, ein unglaubliches Erlebnis. Wir waren rund 10 Stunden unterwegs, es hat mega Spaß gemacht und wir haben nicht einen anderen Angler gesehen. Oder ein anderes Boot oder irgendetwas. Wir waren komplett allein da draußen. Das war absolut mega. Das ist für immer in meiner Erinnerung. Ja, ihr Lieben, das war's. Das war meine Reise. Für mich geht's wieder nach Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein paar Eindrücke meiner Reise. Es ist natürlich nicht immer ganz so einfach, von jedem Fisch ein Foto zu machen. Gerade wenn man allein unterwegs ist. Dennoch hoffe ich, ihr habt das eine oder andere Schöne gesehen und begleitet mich auch auf meine nächste Reise. Bis bald!